Unser vierter Gast ist Marcel Ammann von der Lakeside Valley Distillery in Luzern. Als vierten Gast in der Tasting Show begrüßen wir Marcel Ammann als Vertreter von der Lakeside Valley Distillery aus Luzern. Marcel, die Lakeside Valley Distillery ist ein ganz neuer Brand, erst seit 2021 auf dem Markt. Wofür steht Lakeside Valley? Lakeside Valley steht für hochwertige Produkte aus der Schweiz, für einen Gin und Whiskys, die lokal produziert wurden, mit einem gewissen Etwas. Mit einem Farbwechsel, mit einem speziellen Zusatz, Zutaten und einem Erlebnis beim Trinken. Du sagst es schon, mit dem Farbwechsel. Was habe ich darunter zu verstehen? Oder anders gefragt, warum ist auf dem Glas, das vor dir steht, das Schweizer Kreuz abgebildet? Wir haben in unserem Gin Schweizer Botanicals drin, unter anderem den Enzian, den Salbei. Und die kommen genau so, wie sie aufgemalt sind, auch beim Geschmack von der Zunge über den Gaumen. Und der Gin selber, wie man sieht, ist dunkel Bordeaux-braun. Wenn man den mit Tonic mischt, wechselt er die Farbe in die Schweizer Flagge. Und somit haben wir die Schweiz im Glas. Das ist ja cool. Da kann man quasi die Schweizer Flagge im eigenen Glas kreieren und zuschauen, wie durch Zauberhand der Gin in diese Farbe wechselt. Ihr habt da einen Dry Gin gemacht, oder? Also da ist eigentlich kein Zucker drin und deswegen hast du da auch neben dir noch das andere Produkt stehen, ich sehe es schon. Was haben wir da, was kannst du mir darüber erzählen? Barkeeper sind zu uns gekommen und haben gesagt, hey, wir sollten den Gin eigentlich ein klein bisschen Zucker hinzutun. Es sei unglaubliche Flavor würden dadurch hervorkommen. Und wir haben das ausprobiert zu Hause und ein Likör gemacht und einen unglaublichen Geschmackserlebnis gehabt. Ich bin Heureka-mäßig durch die Wohnung gesprungen. Und gesagt, das müssen wir unbedingt produzieren. Und auch heute haben wir etwa jeden dritten Flasche, die wir verkaufen, ist ein Likör. Ein Gin-Likör. Also, du bist wortwörtlich durch die Wohnung gesprungen. Das heißt, du hast den erstmal zu Hause selber gemacht, quasi im Kleinen, in der eigenen Küche, um ihn dann erst im großen Stil zu produzieren. Ist das richtig? Genau, es war eine Zufallsentdeckung, ein Hinweis aus der Barkeeper, aus der Barlandschaft, die uns drauf gebracht hat. Und ja. Unverhofft kommt oft. Ne? Du bist nicht nur unser vierter Gast, sondern du bist gleichzeitig auch unser fünfter Gast und stellst uns noch ein weiteres Produkt vor. Und da sehe ich auch schon wieder, das ist keine typische Farbe für einen Gin. Was ist denn das fünfte Produkt, das du uns heute vorstellst? Das fünfte Produkt und stell euch den Greenkeeper vor. Wir haben mit der Greenkeeper-Linie war unser Ziel, Hanf vom Geschmack und Geruch in der Flasche einzufangen und bei der Destillation einzufangen und das zu verbinden mit einer mysteriösen Zahl, der Zahl 13, 13 Botanicals, und mit Geschichten hinter dem Gin zu verbinden. Die Geschichte ist zum Beispiel der Blueberry Blunt zum Trinken, wird aber ergänzt durch Wermut. Wermut wird auch beim Absinthherstellung verwendet und daher haben wir auch die grüne Farbe und Brennnesseln im Abgang. Das heißt, wir haben hier ein Erlebnis beim Trinken, das im Abgang auch die Aromen der Alpen so im Gaumen zaubert. Also alles sehr mystische Zutaten. Aber ist das überhaupt legal mit Hanf? Also ich meine, klar, in der Schweiz ist das jetzt immer mehr im Kommen mit diesem legalen CBD-Marihuana. Aber darf man das überhaupt mit Alkohol in Verbindung bringen? Dafür haben wir gleich von Anfang an mit der Forschung, mit dem Labor zusammengearbeitet und haben ständig Analysen gemacht, wie wir es verarbeiten müssen natürlich, um kein THC und CBD-Werte drin zu haben und alles exportmäßig auch legal anbieten zu können. Und waren sehr happy, dass wir das nach anderthalb Jahren Entwicklung geschafft haben, dass wir vom THC nicht nachweisbare Anteile THC im Produkt haben, also keinen. Sehr spannende Entwicklung. Zu guter Letzt, verrat uns doch nochmal, wo kommt der Name Lakeside Valley her? Also wenn ich jetzt so, das hört sich an wie für mich, im ersten Moment denke ich da an Silicon Valley. Wo kommt dieser Name her? Wofür steht das? Lakeside Valley steht, dass es international gelesen werden kann und verstanden werden kann, für einen Name, wo die Schweiz symbolisiert. Also
Ein Berg, ein Tal, ein See haben wir überall in der Schweiz. Und dort das zu repräsentieren, wo unsere Botanikers herkommen. Sie kommen nicht alle aus einem Ort, sondern aus der gesamten Schweiz und stehen so für den Brand. Sehr cool. Vielen Dank, Marcel. Ich freue mich drauf, dich in der Tasting Show begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch. Danke dir.